Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Minecraft. Ja, hüppala. So, jetzt nach, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so ist es her, die letzte, Folge, die online war. Ich glaube, gestern kam bereits eine, das war aber, ja, eine reine Notaufnahme, will ich mal sagen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, die habe ich irgendwie mal irgendwann nebenbei aufgenommen, ist schon ein bisschen länger her und da haben wir auch nicht wirklich viel gemacht, ich glaube nur das Feld geerntet. Ja, das lag daran, dass ich in der letzten Zeit nicht so wirklich, zum einen zum Aufnehmen kam, zum anderen auch nicht so Bock hatte aufzunehmen. Weil ich auch ein bisschen beschäftigt war und dann bot sich das Ganze nicht so an. Deswegen habe ich es dann erstmal gelassen. Aber jetzt und hier und heute wird endlich mal wieder aufgenommen. Ich hoffe, ein wenig länger als das letzte Mal. Aber ich gehe mal stark davon aus. Ja, unser Mikro rauscht vermutlich immer noch, aber dafür sieht Minecraft jetzt extrem episch aus, muss ich sagen. Ich habe mal den neuen Shader-Mod installiert, zwar auch keine offizielle Version, sondern eher eine inoffizielle. Man sieht es auch vielleicht an unseren Inventarobjekten oder unserer Hand, die recht durchscheinend ist, vor allem wenn man hier aufs Wasser guckt. Das ist alles noch nicht so hundertprozentig, ich bastel hier auch gerade noch ein bisschen rum, selber das Ganze ein bisschen mehr persönlich ein bisschen anzupassen. Ich habe zum Beispiel auch einen Sound-Mod momentan drin, aber ja, das ist halt noch nicht alles so, wie es später mal werden soll. So, aber ich bin jetzt selbst mal ein bisschen gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben. Ich glaube, zuletzt haben wir hier unser kleines Häuschen gebaut. Dann fehlten uns hier nämlich, glaube ich, die Leitern. Unser Feld muss auch angepasst werden. Also, wir haben jede Menge zu tun noch. Und nur noch 50 Folgen, denn dann ist diese Staffel schon wieder zu Ende. Ja, ich weiß, diesmal werden die Staffeln ein wenig schneller umgehen als sonst. Das liegt nämlich daran, dass ich bereits ein wenig überlegt habe, was ich hier nachmachen möchte. Und ja, ich habe mir da schon ein bisschen was zurechtgebastelt. Aber ja, muss man halt gucken, wie es passt. Wie gesagt, wir machen auf jeden Fall das Beste aus der Lage aktuell. Und ja, für heute habe ich eigentlich geplant, dass wir unser Feld mal endlich vollenden. Danach werden wir mal sehen, was wir heute noch machen werden. Ob wir vielleicht auf eine kleine Minentour gehen werden oder was ähnliches. Und ich muss noch ganz kurz gucken. Einfach, genau. Okay, das passt schon als Mensch. Das habe ich gestern schon alles eingestellt. Habe ich ja nicht gewusst, wisse. Ich zocke momentan immer nur auf den Server, deswegen achte ich auf solche Sachen meistens gar nicht. Ja, ich weiß, ne? Server und so wollte ich auch mal gezeigt haben, aber momentan gibt es da halt nicht allzu viel zu zeigen, weil ich auch da nicht so viel gebaut habe. Ah ja, die Fledermaus in der Höhle, ganz klar. So, wir müssen jetzt nur gucken, die Sonne, ich weiß gar nicht, wo die auf und unter geht bei uns. Da müssen wir aufpassen, hier Monster und so, da habe ich heute nicht so Bock drauf. So, Schaufeln haben wir aber noch. Okay, ja komm, dann machen wir Nachmist. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was ich in der letzten Aufnahme gemacht haben wollte. Und zwar nachgeschaut, wie man einen Repeater baut. Ja, was soll ich dazu sagen? Das werde ich jetzt gleich nochmal eben tun. Ja, in der Aufnahme, mitten in der Aufnahme ist auch immer schön. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie man so einen Repeater baut. Ich glaube, man braucht eine Redstone-Fackel dafür. Ich weiß gar nicht, war dann außenrum irgendwie einfach nur Cobblestone oder irgendwas war da mit Fackeln? Ja. Wenn ich diesmal wüsste. So, und jetzt sehen wir auch übrigens ganz schön den Bug hier gerade halt, dass unsere Hand nicht undurchsichtig, sondern durchsichtig ist. Ist natürlich noch nicht ganz so toll, aber ja, dafür sieht die Welt eigentlich so, vor allem mit dem Wasser hier, muss ich sagen, finde ich sehr episch. Dass es wirklich so klar ist, dass man da jetzt durchgucken kann. Und vor allem, dass wir trotzdem momentan 20 FPS haben. Das muss ich sagen, das ist ein riesen Fortschritt im direkten Vergleich zu der letzten Version, weil da hatten wir gerade mal, ich glaube, 15 oder sowas, aber ich habe die Sichtweite extrem reduziert. Ja, das musste leider sein. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle, ich nehme gerade weiterhin auf. Ja, super, ich nehme auf. So, in mein Internet Explorer oder auch bei Google. Ja, ich weiß, also schreiben und das geht nicht, aber egal. Was suche ich jetzt? Wikipedia, also meine Güte. Repeater, da haben wir ihn doch. Okay, ich suche jetzt mal einfach in der Minecraft-Wiki, finde ich am einfachsten persönlich. Ah, okay. 2 Redstone-Fackeln in der Mitte, den und... Oh, wir brauchen einen guten Stein. Mist, ich hoffe... Ich hoffe, da haben wir welchen da. Ich weiß es nicht. Ich hoffe übrigens jetzt auch, die Aufnahme ist noch synchron, weil manchmal unterbricht ihr das dann kurzzeitig. Und ich nehme ja jetzt mit Outer City auf, nebenbei meinen Ton. Das weiß der ein oder andere ja, das habe ich jetzt schon öfter erwähnt.
Liegt daran, dass ich so halt ein wenig sanfter dahin kriege, aber trotzdem ist das Mikro einfach was für die Füße. Und deswegen werde ich mir vermutlich zu Weihnachten jetzt endlich mal ein vernünftiges Mikro kaufen. Also anders geht das nicht mehr. Also vor allem, weil ich in letzter Zeit auch recht viel anders ist, soundtechnisch noch mache. Also nebenbei so ein paar kleine private Projekte laufen da. Nur für die Schule war letztens auch das ein oder andere. Da wünscht man sich dann doch ein vernünftiges Mikrofon, mit dem du wirklich vernünftig aufnehmen kannst. Und ja, da habe ich mir schon ein bisschen was ausgeguckt, was ich mir da holen werde. Ein Rode NT1A war das, glaube ich. Das ist sehr gut, zumindest von dem, was ich so gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es sich anhört. Ich kenne auch keinen, der es irgendwie hat oder so in der Richtung. Also muss man einfach mal gucken. Aber es hörte sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und da werden wir einfach mal schauen. So, und was mache ich jetzt hier oben schon wieder? Mensch, hier müssen wir dringend mal ausbauen. Also, ja, das ist ein bisschen blöd. Dann renne ich immer wieder hier hoch einfach. Einfach nur so, um zu gucken, was da jetzt ist. Ja, also müssen wir dringendst mal ändern. Aber wisst ihr was? Was wir jetzt erstmal noch ändern? Wir pflanzen uns hier wieder einen Wald an. Ja, wir pflanzen einen Wald an. Weil ich habe mir jetzt was überlegt. Und ja, der ein oder andere sieht zum Beispiel auch schon, dass ich hier vielleicht mittlerweile auch wieder Inventory Tweaks drauf habe. Den habe ich mir einfach installiert, weil mir extrem auf den Nerv ging auf dem Server. Ich habe da ein bisschen was Größeres gebaut als Test, mehr oder weniger. Ja, und das Tolle dann bei dieser ganzen Geschichte war dann nur immer, egal was man mit Erde gebaut hat, die ist so schnell ist wieder weg. Da darfst du wieder hinrennen, dann musst du wieder neue holen und so weiter und so fort. Und das ist ja, ist da ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mir einfach mal Inventory Tweaks geholt. Ich werde es auch im Let's Play einfach mal drin lassen. Hoffe mal, dass der Mod einigermaßen funktioniert. Ich habe mich da jetzt nicht näher mit auseinandergesetzt, bis auf halt die Grundlinie automatisch nachfüllen, das Inventar und Technik, was gerade im Gebrauch ist. Ich habe das Gefühl, die Musik ist sehr laut. Warte mal. So, das sollte schon eher passen. Ich hoffe, das Ganze passt allgemein später auch noch. Also, ne, ich bin hier heute wirklich in so einer Spontanaufnahme. Eigentlich habe ich gar nicht vorgehabt, heute aufzunehmen. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen was anderes machen, aber ich habe mir jetzt gerade einfach mal überlegt, komm, nimm es einfach mal auf, weil heute ist so ein Tag. Na, was soll man machen? Ich meine, ich hatte heute eher wieder Schule aus. Ja, Lehrer war einmal Lehrerausflug. Ja, nur schade, dass es draußen regnet. Nein, ich bin nicht irgendwie schadenfroh oder sowas, aber ja, so ist es halt. Nee, wir halten heute dann eher Schule aus. Draußen regnet es, man weiß nicht, was man sonst machen soll. Also, warum nicht einfach mal eine kleine Runde Minecraft? Vor allem, wenn ich sowieso sonst nur auf dem Server zocken würde, dann hätte ich wieder eine normale Aufnahme einfach mal machen. Und ich muss ja sagen, ich vermisse es ja. Also wenn ich es aufnehme, vermisse ich es wirklich eigentlich schon ein bisschen. Weil es eigentlich immer so eine, ja, entspannende Sache ist, so ein bisschen aufzunehmen nebenbei. Außer man ärgert sich natürlich über ja irgendwie drüber oder so. Man weiß wieder nicht, was man machen soll, aber ja, ich glaube in letzter Zeit haben wir da, oder zumindest ich habe da so einen kleinen Plan, was ich vorhabe und was ich mache. Eine Pilzhöhle. Und da hinten ist ein Land. Das sieht interessant aus. Da werden wir auf jeden Fall später mal hingehen. Schätze ich mal. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall nicht mehr heute. Ich würde auch gerne noch einen anderen Teil hier erkunden. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem, was ich sonst plane später. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Aber wir werden uns auf jeden Fall demnächst Kartoffeln. Ja, davor habe ich mich besonders mit dem Update 1.4 drauf gefreut. Das ist ja auch erst die zweite updated Folge, glaube ich. Also die zweite Folge, wo wir wirklich hier auf der 1.4 spielen, wenn ich mal so überlege. Also ist ja, glaube ich, wirklich länger her, dass das Update rauskam. Ich, ja, ich glaube 2 Wochen oder so. Tatsächlich, ich habe seit 2 Wochen nicht gesehen. Mensch, das gibt doch ja nicht, wa? Das darf doch nicht wahr sein hier, ne? Ja, aber ich habe auch schon überlegt, demnächst eher in den Koop-Bereich ein wenig zu wechseln, als nur in den Singleplayer. Ich denke mir mal, das wird ein bisschen mehr Spaß machen. Aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ich kenne auch nicht so viele gute Koop-Titel, wenn ich ehrlich bin. Aber ich mich mal mit dem Kollegen schlau machen, was wir da so machen werden demnächst. Ein paar kleinere Projekte, so bei Steam oder sowas hier. Dungeon Defender vielleicht mal als Koop oder Portal 2 endlich mal den Koop-Modus zeigen. Je nachdem, mal gucken. Und was mir vor allem aufgefallen ist, am Wochenende. Jetzt dieses letzte Wochenende ist mir aufgefallen, wie viele Musiktitel wir überhaupt hier haben in unserer Playlist und wie viele man überhaupt hört. Man hört ja gerade mal irgendwie ein Viertel davon, der Rest, der wiederholt sich immer nur. Ne, also viele Lieder sind wirklich schon seit Ewigkeiten da drauf. Die habe ich nicht einmal gehört auf der ganzen Playlist, glaube ich. Upsala.
Unsere Hungeranzeige ist leer. Oh, guck mal. Die Bäume sehen so schön aus. Denn wir spielen mit dem Honeyball Texture Pack. Autumn? Herbst? Ich glaube, irgendwie so ist es. Da hieß es, glaube ich. Auf jeden Fall mit dem Herbst Texture Pack. Wir werden auch demnächst mit dem Winter Texture Pack vermutlich zumindest eine kurze Zeit spielen. Nicht die ganze Zeit. Aber die anderen waren nicht für den Shader Mod geupdatet. Weil sonst benutze ich ja sehr gerne das Working Texture Pack. Das ist aber nicht. Ja, nicht Shader-kompatibel, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, aber... Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt einfach mal mit dem Herbst-Texture-Pack. Ich meine, das macht doch auch mal was her, oder? Ganz schön viele Farben. Vor allem jetzt hier mit dem Shader sieht das richtig episch aus. Und ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut momentan. Ja, die kleinen Bugs, die immer noch irgendwie an den Rändern sind oder so, die jetzt... Die versuchen wir einfach mal auszublenden. Ich meine, ne? Wo haben wir die denn alle her, verdammt, die gesamten Seeds? So, das reichen gleich. Ich glaube, wir werden sowieso demnächst wieder einige fällen, wenn wir ein bisschen weiter bauen hier. Oder werden wir? Ich weiß es gar nicht. Ja, zu dieser Welt habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht. Ich habe eher schon wieder an was ganz Neues gedacht. Lass mich dann einfach mal überraschen, was sich daraus jetzt so ergeben wird. So, das reicht jetzt, glaube ich, an Ziel. Jetzt kommt hier noch einen hin. Dort noch einen hin. Hier, das war's jetzt. Den Rest lassen wir jetzt erstmal wachsen. Hier in die Kiste rein. Und schließlich wollen wir jetzt auch noch ein bisschen weiterkommen hier. Wir wollen unser Feld endlich mal fertigstellen. Das ist so der aktuelle Plan. Ja. Und ich bin wirklich gespannt, was sich hier noch ergeben wird in dieser Aufnahme heute. Weil ich wirklich keine Ahnung habe, so wirklich, was ich heute noch machen soll. Also, ne, nicht wundern. Haben wir denn eine Schere? Bräuchte ich demnächst mal ein paar Blätter. Oder wir brauchen demnächst mal ein paar Blätter für das Reifen. Nebenbei vielleicht mal so. Komm, wir sammeln jetzt einfach mal hier so viel wie wir aus dem Baum rauskriegen. Sammeln mal Blätter ein. Der Rest kann da bleiben. Gehen wir von oben einfach, glaube ich, durch, oder? Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Dann fangen wir jetzt ganz oben hier einfach an. Super, da kommen wir schon erstmal. Was ich so wichtig finde, ist, wenn wir die Blätter ernten, dass die Icons grün sind, aber die eigentlichen Blätter orange. So rein nebenbei, aber naja, ist ja so tragisch jetzt hier, aber das ist irgendwie so. Wundert mich. So. Wenn man so jetzt hier erstmal. Aber den ganzen drauf. Alter, wie viele Blätter kriegt man, ey. Also ich habe das Gefühl, das ist deutlich schneller, dass man Sachen jetzt platziert und schneller abbauen kann. Aber sagen, eigentlich freut es mich ein bisschen, dass ich jetzt runterfalle. Ja gut, das war schon mit unserer Schere. Wie viel haben wir denn? Ja, komm, das wird reichen. Ich hoffe jetzt nur, ja, wir haben eine Axt dabei, dann kommt jetzt hier erstmal der Baum so weit weg und wir sehen Archiv mit updated. Das liegt daran, dass ich glaube ich seit dem, nicht Downgrade, seit dem Update noch ein paar Mal die Version 9 installiert habe und seitdem noch kein Holz abgebaut habe, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe zwar das ein oder andere gebaut, aber nichts abgebaut. So. Ja, und wie groß dieser Baum hier ist, das sehen wir jetzt mal wieder richtig schön. Das ist nämlich mal wieder hammergroß. Ein bisschen nervig ist das ja schon, wenn die Bäume so riesig sind. Zum anderen ist es allerdings gut, weil wir Holz brauchen werden gleich. Das war normales Holz. Das ist der Grund, warum ich eigentlich den Wald nachgepflanzt habe. Aber, wie gesagt, ich lasse mich ein wenig überraschen, was, wie gesagt, heute allgemein noch passieren wird. Also, ich bin da wirklich so ganz offen. Ich habe auch mir keine Gesprächsthemen zurechtgelegt, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme jetzt hier wieder mal sehr spontan heute nebenbei auf, wie gesagt. Also, Gesprächsthemen muss ich demnächst mal wirklich vorbereiten, mir irgendwie ein Blatt machen, wo ich mal ein paar Beispiele draufschreibe, ein paar Sachen. Aber bis jetzt kam ich da halt noch nicht zu. Und ich meistens, immer wenn ich es machen wollte, irgendwas kam da grundsätzlich zwischen. Komm, weg da mit dem Erdblock, verdammt. Ich will den Erdblock wegfahren. Ach, nee, nee, nee. So, jetzt aber. Komm. Weg damit. Und es wird schon wieder dunkel. Das darf doch nicht wahr sein. Wie schnell wird es hier jetzt in der letzten Zeit dunkel? Oder wirkt das einfach nur durch den Shader-Mod so? Ach, ein Baum. Und da vorne stand ein Baum. Nee, ich glaube, die Sonne geht tatsächlich schon wieder unter. Ach, Mist, ey. Also, ich glaube, wir werden uns demnächst mal wirklich ein neues Bett noch machen.
wir hier auch mal vernünftig pennen gehen können. Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt.